Hallo und herzlich willkommen zu Schuhpassion TV. Heute mit einer besonderen Episode hier aus dem Herzen von Berlin, in Berlin-Mitte, wo ich euch unser erstes Ladengeschäft, den Schuhpassion Store an der Ackerstraße, einmal näher vorstellen werde. Folgt mir. Es war im Jahr 2013, wenn ich mich richtig erinnere, dass wir hier eingezogen sind in die Ackerstraße, in die altehrwürdigen Hallen der Ackerhalle. Vorher muss man so weit wissen, sind seit 2010 sind wir online und waren in so einer Bürogemeinschaft hier in Berlin-Prenzlauer Berg und wollten Schuhe nur online verkaufen. Aber ziemlich schnell stellte sich heraus, dass es nicht reicht, sondern dass auf einmal Herren in Anzügen vor uns standen, die wir in diesem Mehrzweckbüro mit anderen Firmen zusammensaßen. Wir schauten die entrückt an, sie schauten uns entrückt an. Und niemand hatte den anderen erwartet. Also die Herren sind halt dem Impressum gefolgt und wähnten dahinter einen Ladengeschäft, wo man halt reingehen kann und Schuhe kaufen kann. Und nicht einen reinen Online-Händler. Und da war uns klar, okay, wir müssen halt dafür Raum schaffen, um Schuhe auch haptisch anzubieten. Also haben wir damals einen Meetingraum umfunktioniert zu einem Showroom. Und dann war ich damals der erste Schuhpassion-Verkäufer, der das Ganze dann halt in persönlichen Terminen, Absprachen, dem Kunden halt Schuhe mitgegeben hat. Das war toll und aufregend, aber es war auch klar, wenn wir umziehen werden, dann halt mit einem eigenen Ladengeschäft. Und das passierte 2013. Und so sind wir dann hierher gekommen in Berlin, die Ackerstraße, Berlin-Mitte. Und das ist unser Flagship-Store. Aber was soll ich das Ganze allein erzählen? Der Laden hat sich verändert in der ganzen Zeit. Die Ausstattung wurde anders, von IKEA-Regalen über einzelne Paletten hin zu einem durchdachten Designkonzept mit vielen, vielen Schuhen. Aus 20 Modellen am Anfang sind es weit über 200 geworden. Auch ich habe im Laufe der Zeit nicht mehr die komplette Übersicht. Deswegen möchte ich an meiner Seite begrüßen den Christopher Krause. Das ist unser Store Manager hier in Berlin. Hallo Christopher. Hallo Tobi. Grüß dich. Auch nochmal Hallo an alle Leute draußen auf unserem Kanal. So, Christopher, wir sind hier im ersten Schuhpassion-Laden. Du bist der Verantwortliche, es ist dein Laden. Was kannst du uns erzählen? Und ich würde sagen, um das gleich mal hinzudeuten, womit fangen wir an, folgt mir einmal um die Ecke zu dem neuesten Kind in unserem Hause, zu Schuhpassion ID. Jetzt sieht man hier auf dem Bildschirm gerade, können man sich hier im Laden Videos angucken von Schuhpassion TV. Und natürlich, ne, wer zu Hause keinen Computer hat, kommt gerne hier vorbei und kann dann hier Gunnar und mir zuschauen bei den Videos. Aber generell soll es eigentlich dann darum gehen, dass wir hier Schuhpassion ID haben. Was passiert hier? Wir haben diesen Scanner. Was passiert mit dem? Wie bindet ihr den ein bei euch in die Arbeit? Genau, eigentlich bei jedem Kunden, ehrlich gesagt. Also ein Stammkunde, der vielleicht das Ganze schon mal mitgemacht hat, bei dem jetzt nicht unbedingt. Aber ansonsten versuchen wir, jeden Kunden einmal draufzustellen. Ein tolles neues Tool, erst ganz neu seit diesem Jahr. Man stellt sich drauf und kann sich quasi Größe, Länge und Gewölbehöhe vermessen lassen. Das heißt, das ist, glaube ich, insofern interessant, als dass der Verkäufer und unser Kundenberater muss nicht ständig hin und her rennen und die verschiedenen Schuhgrößen demjenigen holen, bis man die gefunden hat, sondern er stellt sich auf und dann wird dir für deinen Fuß der passende Leisten angezeigt und der Schuh in der richtigen Größe. Also das heißt, du hast halt einen schmalen Fuß, dann wird dir halt meinetwegen aus dem Hause Dinkelacker der Milano angezeigt und du hast bisher so irgendwie eine 44 oder so gehabt, dann wird dir jetzt vielleicht angezeigt halt eine UK 9 bei Heinrich Dinkelacker und dann weißt du das und dann geht Chris los, holt den Schuh, man nimmt hier Platz, probiert den an und das ist es. Und man kann dann das Ganze halt auch, man hat dann die Schuhpassion ID wurde für dich angelegt. Und du kannst es in der Zukunft von zu Hause ganz bequem, wo immer du dich befindest auf der Welt, ob in Bielefeld oder in Belize, ganz egal, kann man sich dann halt die Schuhe bestellen, nachbestellen und liefern lassen. Soweit richtig? Ja, ganz genau. Also nach dem Scan kannst du dir nicht nur den Katalog angucken, was wir hier im Store haben oder im Unternehmen generell verfügbar ist. Du kannst sogar viel mehr. Du gibst einfach deine E-Mail-Adresse ein, bekommst einen Link, einen Bestätigungslink zugeschickt und kannst dann ganz einfach immer wieder nur per E-Mail oder mit deiner E-Mail-Adresse auf unserer Website auf deine Schuhpassion-ID Zugriff haben. Und dass man dort nicht die neuesten Neuheiten verpasst, unbedingt den Newsletter abonnieren. Dann ganz genau. Kommen die halt immer nach wie vor rein. So, dann gehen wir mal weiter, weil von der digitalen Welt zurück in die analoge zu Schuhen. Christopher,
Wir sind hier im Schuhpäschchenladen. Womit haben wir angefangen? Worauf basiert das Ganze hier? Ja, also der rahmengenähte Schuh steht natürlich nach wie vor immer als Königsdisziplin ganz, ganz oben im Programm. Vom Plain Derby über den Cap-Toe Derby bis hin zu einem ganz feinen Hole Cut ist alles mit dabei. Schwarz nach verschiedene Farben, na, verschiedene Leder. Hier ist es weiches Hirschleder, was ich sehe. Perfekt. Was ist ein bisschen leichteres für die wärmeren Tage. Wir haben natürlich nicht nur die Klassiker, sondern es gibt auch noch Sneaker. Die Ecke ist jetzt gerade für die Kamera schwer einzufangen, aber glaubt mir, es gibt auch eine wunderbare, feine Sneaker-Auswahl. Ein paar für Damen haben wir das auch. Die Damenschuhe. Richtig. Das ist auch nochmal ein ganz entscheidender Hinweis. Als wir angefangen haben 2010, da war der Claim Schuhpassion Herrenschuhe aus Leidenschaft. Irgendwann, spätestens als wir die Ladengeschäfte halt hatten oder den ersten Laden halt hatten, hatten wir auch nur Herrenschuhe. Und dann kommen halt die Herren mit ihrer Dame rein in den Laden und auf einmal stellten Frauen fest, was bisher immer umgekehrt war, wenn wir mit einer Frau irgendwo einkaufen waren, in irgendwelchen Läden, alles Damenkollektion, hinten in der Ecke, ein bisschen Herrenklamotte. Hier war es so, wie, wo sind denn die Damenschuhe? Wir haben keine, wir haben nur Herrenschuhe. Und dann war der Wunsch groß, ja, mach das doch gerne mal auch für Damen. Und dann sind wir dem Wunsch auch nachgekommen und bieten seit ein paar Jahren Damenschuhe an, haben hier halt wunderbare, ja, klassische, rahmengenähte Damenschuhe mit Lederausstattung und Lederlaufsohle mit einem bisschen. Wir haben auch gelernt, am Anfang hatten wir nur eine glatte Ledersohle, kommen Frauen weniger gut mit zurecht, deswegen halt diese Gummi-Injection, dass man einen guten Stand halt hat. Aber dafür auch einen Glitzer. Genau, also das ist auch, die Damen kommen bei uns nicht zu kurz. Aber ein großer Fokus ist natürlich nach wie vor auf den Schuhen. Das ist halt, diesen Cap-Toe Derby haben wir seit dem Jahr 2010. Der ist von unserer Startkollektion, ist der immer noch dabei, bis heute. Gut, dann gehen wir einmal rüber. Die Kamera kann uns folgen, kann uns einfangen. Und laufen durch den Ladenbereich. Hier die Kasse, wo dann später der Schuh bezahlt wird. Haben dann natürlich auch Accessoires und Schuhpflege. Ne? Hier eine kleine Auswahl. Du hast hinter der Theke, glaube ich, noch viel mehr. Aber was kannst du hierzu sagen? Ich sehe noch ein paar Gürtel auch stehen. Wir haben Gürtel passend zu den Schuhen. Die Schuhspanner nicht zu vergessen. Schuhscheiben, eine coole Kollaboration für Sneakerreinigung. Ganz relativ neu sind noch die Galoschen für das kalte, nasse Wetter. Oder schaut euch dazu, gibt es Videos auf dem Kanal. Ich bin ein großer Galoschen-Fan. Den Link jetzt hier oben einfach folgen. Galosche rettet Leben, rettet Schuhleben. Und wie die Schuhleben retten kann. Wir zeichnen das Video jetzt, nicht, dass ihr euch wundert. Es gibt Handschuhe und Langfellsohlen nicht das ganze Jahr über bei uns. Wir zeichnen das Video jetzt gerade während Lockdown 2 auf. Das erklärt auch, warum wir diesen wunderbaren Platz hier im Raum haben und nur mit uns sich uns beschäftigen können und dieses Video aufnehmen können. Aber unter Normalbedingungen, wenn ihr das Video jetzt im Sommer schaut, gibt es ganz andere Sachen hier eben zu stehen. Dann hat man hier halt noch eine schöne Sandale, die man tragen kann und ein paar Cederna-Einlegesohlen gegen spitze Füße und so weiter. Also wir passen uns da schon saisonal halt an bei dem Ganzen. Und wir zeigen auch, du wirst dich vielleicht erinnern können, es ist auch ein bisschen länger jetzt schon zurück, es war im Januar 2020, haben wir die letzte Runde gemacht von einem Schuhpflegeseminar, wo wir hier in Berlin und halt auch in anderen Städten, wo unsere Stores sind, ein Schuhpflegeseminar anbieten. Das machen wir hier bei uns oben in unserem Konferenzraum. Man trifft sich hier auf ein Sektchen zum Anfang, dann lernt man alles über die Schuhmodelle kennen, über die Leder kennen. Und dann geht es hoch zum gemeinsamen Schuhpflegen. Dazu gibt es einen schönen, leckeren Rotwein oder einen Weißwein oder ein Bier, was auch immer ihr da habt, ein paar kleine Häppchen. Und dann werden das immer ganz wunderbar angenehme, schöne Abende, wo sich Leute halt verbrüdern, Freunde werden und alles über die Schuhpflege lernen. War wirklich witzig das letzte Mal. Also ich fand es auch bisher immer eine schöne Tradition, war immer ausverkauft. Sobald es wieder möglich sein wird, findet man die Termine bei uns auf der Seite. Okay, und dann haben wir noch eine ganz schöne Besonderheit. Das Klima verändert sich, es riecht noch, das riecht nach Handwerk, das riecht nach Leder. Wo sind wir jetzt hier? Hier sind wir im Heinrich-Dinkel-Acker-Raum. Es gibt 3 Filialen, glaube ich, ne, die das so haben, wie wir hier. Es soll einfach noch ein bisschen mehr Lust auf Reisen machen, auf die Tradition, auf das Reisen auch in die Vergangenheit. Über 140 Jahre Schuhmacher-Tradition. Heinrich Dinkelacker. Wer ist Heinrich Dinkelacker? Jetzt einfach mal dem Link hier oben folgen. Gibt es noch mal ein extra Video dazu. Eine Marke, die wir halt eine der ältesten deutschen Traditionsschuhmarken, die Schuhpassion Ende 2016 übernommen hat, die Geschicke.
Und das ist hier, unsere anderen Läden haben auch Dinkelacker-Schuhe, aber hier gibt es nochmal so, na, dass das ganze Ambiente auch stimmt und die Auswahl ist natürlich grandios. Wird, glaube ich, nur noch geschlagen durch den Store in Bietigheim-Bissingen, die vielleicht noch einmal ein bisschen mehr haben. Aber gut, das verwundert dann halt entsprechend auch nicht. Ja, also hier findet man die handgearbeiteten Luxusschuhe. Wir von Schuhpassion bieten für jeden Anlass den richtigen Schuh. Ich will nicht sagen für jeden Geldbeutel, man wird bei uns halt keine Schuhe aus dem Discounter finden, sondern es sind halt alles Schuhe hergestellt in Europa mit europäischer Handwerkskunst. Das Ganze hat natürlich auch so ein bisschen seinen Preis, dass die Leder halt die Fertigung entsprechend überwacht und nachhaltig gestaltet ist und ja, so kommt man da zusammen. Du vergisst sogar, für jeden Fuß haben wir den richtigen Schuh. Alleine bei Dinkelacker gibt es so viele. Für jeden Fuß. Und wenn jetzt jemand sagt, für meine Füße nicht, die sind komplett komisch. Nein, auch für deine Füße, weil wir haben natürlich bei Heinrich Dinkelacker den Maßschuh. Und dann wird der Schuh eben auf den Fuß, gezimmert hört sich blöd an, perfekt angeschustert, perfekt angepasst. Und ja, auch dazu gibt es ein Video hier im Kanal, wo ihr nochmal alles erfahrt über den Maßschuh von Heinrich Dinkelacker. Hatten wir hier auch in den Räumlichkeiten ein schönes Event im vergangenen Jahr. Schaut da gerne mal rein. Ja, das ist es im Endeffekt. Unter Normalbedingungen, wenn gerade nicht Pandemie ist und wir nicht auf behördliche Anordnung hin den Laden geschlossen halten müssen, hat das Ladengeschäft immer offen von? 11 bis 20 oder 10 bis 20, je nachdem. Also vor Lockdown waren es natürlich 10 bis 20. Und einfach mal dann halt auf die Webseite gehen, auf www.schuhpassion.de/stores und dann halt auf Berlin klicken. Dann findet man dort halt die Öffnungszeiten, die aktuell geltenden. Wer darüber auch sagt, du, das ist mir alles nix, der oder gerne einen persönlichen Termin haben möchte, eine Privataudienz beim Kollegen Krause und unter fachkundiger Anleitung alles über Leder, Schuhe, die perfekte Passform, das alles bei einem leckeren Espresso oder einem Sektchen erfahren möchte, der geht, folgt dem Personal Shopping Link und macht einen Termin aus und dann freut sich der Kollege Krause über den Besuch und nimmt sich deiner, ihrer dann an. Auch das haben wir nochmal in einem gesonderten Video vorgestellt und erklären das ein bisschen ausführlicher. Also ich denke, auch wenn die Ackerstraße so ein bisschen zweite, dritte Reihe ist, jetzt nicht so populär wie in Berlin, sagen wir mal, der Town Scene, ist das hier schön, eine schöne Lage, passt zu uns auch ganz gut in diesem Haus, in der Ackerhalle. Auch, die ist, glaube ich, auch aus dem Jahre 1874 in dem Dreh. Nagelt mich nicht drauf fest, ich schreibe das richtige Datum in die Shownotes rein. Es gab damals 14 Markthallen in Berlin, 6 gibt es noch, 6 haben noch nach dem Krieg Bestand. Und es ist natürlich auch schön, dass man halt, die Ackerhalle wurde modernisiert. Hier ist ein riesiger, neuer, super moderner Supermarkt drin. Und uns, wo man halt sagt, traditionelles Handwerk dann halt eben im Gewand oder mit den Möglichkeiten des 21. Jahrhunderts. Und wir nennen uns ja, wir sind nicht umsonst der Feinkostladen. Ja, genau, der Feinkostladen für Schuhe. Im 21. Jahrhundert, denke ich, ist das schon ein schönes Angebot für Schuhfreunde, die sich halt für gutes Schuhwerk interessieren und denen ihre Füße nicht gänzlich egal sind. Insofern vielen Dank an dich, Chris, für die Zeit heute an diesem Tag hier während des Lockdowns in unserem Ladengeschäft. Vielen Dank an euch fürs Zuschauen. Ihr wart schon mal hier, dann ab damit in die Kommentare rein. Schreibt eure schönsten Schilderungen, wie es war bei Chris und den Kollegen hier im Laden und überzeugt die anderen. Ihr fandet die Erfahrung mit Chris nicht so gut und er hat euch keinen Sekt angeboten und alles war nicht so toll. Kommt einfach normal vorbei, schreibt sich in die Kommentare und wir werden euch eines Besseren überzeugen. Und ansonsten gebt uns einen Daumen hoch für das Video und abonniert den Kanal für weitere Videos. Und genau dort sehen wir uns dann bald wieder hier auf diesem Kanal. Vielen Dank und auf Wiedersehen.